die Hoteliers und die Gastronomen, die haben jetzt wirklich die Nase voll, kann man so sagen. Jetzt wird wirklich über Proteste nachgedacht. Wie ist denn die Situation? Ja, seit der Entscheidung der Regierung am Montag dieser Woche ist es tatsächlich so, dass der Unmut hier in Salzburg bei den Kollegen überkocht und hier von teilweise Kollegen, egal aus welchen Gauern, hier Protestaktionen angedacht werden, die auch an uns herangetragen werden. Und wir darüber diskutieren heute Abend, inwieweit wir dem Folge leisten können und Folge leisten wollen. Das bedeutet, man will jetzt langsam, aber sicher, also die Geduld ist zu Ende. Man hat sich ja bis jetzt immer sehr geduldig gezeigt. Protestiert wurde ja in vielen Teilen Österreichs, aber das waren meistens auch Bürger. Jetzt werden dann die Gastronomen wirklich auf die Barrikaden steigen. Wie schaut das genau aus? Naja, eine Protestaktion, ein Protestmarsch braucht eine Planung, muss angemeldet werden. Da müssen wir schauen, ob das auch dann genehmigt wird letztendlich. Wir brauchen vor allen Dingen eine Kernforderung und die kann man ganz klar auf den Punkt bringen. Wir wollen von der Regierung wissen, zu welchem Zeitpunkt wir aufsperren dürfen und zwar auf einen Tag, auf eine Woche behaftet. Ich weiß, das ist eine schwierige Entscheidung, aber wir brauchen ein Ziel, auf was wir unsere Kollegen einstellen können, auf was sich die Kollegen einstellen können. Wir brauchen eine Planungsphase, speziell in der Hotellerie, und wir brauchen ein Szenario für unsere Mitarbeiter. Genau, apropos Mitarbeiter, Sie befürchten ja jetzt eine Kündigungswelle, haben Sie jüngst gesagt in einem Interview in den Gastronomiebetrieben. Aber jetzt wurde ja die Kurzarbeit einmal mehr um 3 Monate verlängert, ist heute bekannt geworden. Ist das offensichtlich nicht genug? Man muss es so sehen. Die Kurzarbeit ist ein berechtigtes, ein gutes Tool, um die Mitarbeiter in den Firmen zu halten. Nur, wir in der Gastro haben seit 3. November bekannterweise geschlossen und der Großteil der Mitarbeiter sind in Kurzarbeit geschickt worden und befinden sich auch noch dort. Jetzt wird die Kurzarbeit verlängert. Auch wenn eine Öffnung kommt, wird sich die Kurzarbeit nicht sofort in Null auflösen. Das wird einige Monate dauern, bis sich das Ganze wieder halbwegs normalisiert hat. Abhängig auch natürlich vom deutschen Markt, speziell bei uns in Salzburg und in Tirol, wie weit die deutschen Gäste einreisen dürfen. Und die Mitarbeiter bleiben weiterhin in Kurzarbeit, was im Wesentlichen heißt, mit massiven Lohneinbußen einhergeht. Man muss sich vorstellen, zwischen 80, 85 und 90%, allerdings basierend auf dem vorherigen Normallohn, also ohne Überstunden. Und wenn man das Trinkgeld auch noch wegrechnet, das nicht kommt, wenn keine Gäste kommen, gibt es kein Trinkgeld, ganz klar. Und das bisschen Trinkgeld, was beim TKW anfällt, ist einfach zu wenig. Dann fehlen da auf Monate hinaus massive Einkommensbestandteile und das bringt unsere Mitarbeiter in arge Bedrängnis. Jetzt haben Sie natürlich auch immer auch am Telefon und natürlich in Gespräch mit verzweifelten Mitarbeitern aus der Gastronomie und natürlich auch Gastronomen selbst zu tun. Was wird denn hier am meisten beklagt, dass die Hilfen nicht ankommen oder ist es wirklich diese Aussichtslosigkeit und auch diese psychische Belastung, die daraus resultiert, dass die Menschen am meisten belastet? Also es ist so, dass die Kollegen diese Aussichtslosigkeit, das immer weiter hinausschieben, sehr, sehr belastet. Auch, dass teilweise die Hilfen vom Staat noch nicht annähernd angekommen sind oder zumindest nicht in dem Ausmaß oder doch vielleicht sehr rückständig sind. Das belastet sehr, sehr, sehr viele Kollegen. Des Weiteren natürlich, dass sie mittlerweile ihren Mitarbeiter gegenüber in die Rolle des Seelentrösters kommen, die Aufmunterung machen müssen, damit die nicht reihenweise umfallen und davonrennen. Das belastet sich sehr, sehr stark. Und selbst gestandene Wirten, damit meine ich große Betriebe, die mittlerweile sagen, okay, jetzt geht es definitiv an die Notreserven. Und da muss man sich halt dann schon überlegen, ob man das Geschäft dann weiterhin betreiben will. Ja, seit Anfang November ist alles geschlossen in der Gastronomie. Also die Wintersaison, die eigentlich hätte wirklich prachtvoll ausfallen können, auch aufgrund der Schneefälle, die ist schon einmal vergessen. Da kann man eigentlich nicht mehr viel holen. Was würden Sie sich jetzt von der Regierung am meisten wünschen? Was müsste jetzt passieren? Man muss ja auch verstehen, die Regierung, die will jetzt einmal abwarten, die nächsten 1,5 Wochen und dann die Situation ja neu bewerten. Das wurde auch heute wieder so kommuniziert von Seiten der Bundesregierung beim Minister. Und dann will man schauen, gehen die Zahlen jetzt wirklich weiter nach oben oder funktioniert diese Teststrategie? Das muss man ja auf der Seite auch wieder verstehen. Können Sie sich vorstellen, eine Gastronomie auf Basis dieser Teststrategie, wie sie jetzt derzeit passiert, bei den Friseuren zum Beispiel? Ah ja, also ich glaube,
vorstellen kann ich mir prinzipiell einmal alles, man muss das einmal durchdenken. Ich glaube, ein Gasthausbesuch oder ein Restaurantbesuch ist komplett was anderes wie ein Friseurbesuch. Ein Friseurbesuch wird geplant und zwar meistens auf 2-3 Wochen, von mir aus auch 4 Wochen hinaus. Ein Gasthaus-Restaurantbesuch, zumindest in der normalen Gastronomie, der wird für einen Spontanbesuch genutzt und da stelle ich mir das schon unter Umständen ein bisschen als Herausforderung. Da, weil ich glaube schon, dass wir eine Teststraße beim Eingang des Lokals sicher nicht durchführen werden können. Ich glaube, es macht sicher auch Sinn, und ich verstehe auch die Regierung, aber es macht sicher Sinn, wenn wir sagen, es gibt eine einheitliche Regelung für alle. Für den Friseur, für den Wirten, das getestet werden muss, ist unbestritten, da brauchen wir nicht reden darüber, dass der Virus begleitet uns weiter, auch über den April hinaus. Aber wir brauchen, wir fordern von der Regierung einfach einmal einen Tag oder eine Woche, wo wir aufsperren dürfen und die Parameter verhandeln wir dann. Das wäre der Weg, wo wir uns denken, da können wir mitreden, da können wir ein positives Signal setzen für die Branche. Jetzt kam ja auch oft das Argument von Regierungsvertretern, dass wenn man jetzt sagen würde, man darf aufsperren, da braucht es ja eine gewisse Vorlaufzeit, mindestens 2 Wochen. Und wenn man jetzt Leute einstellen muss oder Leute wieder aktivieren muss im Betrieb und dann müsste man nach weiteren 2 Wochen, man sieht, das Ganze funktioniert, nicht wieder zusperren, wo man ja auch Lebensmittel einkaufen muss, Vorräte, dass das ja nur kontraproduktiv wäre. Deshalb sagt man lieber gleich, bis Ostern bleibt alles zu. Ja, das mag schon sein, dass es kontraproduktiv ist. Man hat es in Südtirol sehr genau gesehen, da ist dieses Dilemma passiert. Nur eins muss man auch sagen, Südtirol hat im Jänner geöffnet mit komplett anderen Zahlen. Wir sind jetzt doch relativ konstant bis auf den heutigen Tag sage jetzt einmal konstanten Zahlen, die, wie es so schön heißt, der Seitwärtsbewegung machen. Aber wir testen, wir sind auch Testweltmeister, was man heute aus den Medien so gehört hat. Und irgendwo müssen sich diese Massentests ja niederschlagen und dann wahrscheinlich in den positiven Zahlen. Darum glaube ich, wenn wir jetzt sagt, man evaluiert am 1. März und findet dann eine nicht zu lang dauernde Phase, dass man aufsperren kann, sagen wir jetzt einmal der 15. März, das wäre jetzt mein persönlicher Wunsch, oder gar vielleicht noch eine Woche später, dann sind wir dann auch in dieser berühmten wärmeren Jahreszeit, wenn man aufs Thermometer schaut, nächste Woche, übernächste Woche wird es bereits 20 Grad. Also da würden alle Parameter dafür stehen, dass man eine geordnete Öffnung der Gastronomie angehen kann, auch seitens der Regierung. Ja, immer mehr Länderchefs sagen das ja auch, zumindest die Schanigärten sollte man aufsperren lassen. Das hat jetzt auch der Bürgermeister Michael Ludwig anklingen lassen, der hofft, dass man nach der Evaluierung der Zahlen eine solche Öffnung zulassen kann. Wäre das eine große Hilfe in Salzburg, zumindest jetzt die Schanigärten öffnen zu können? Also ich habe in dieser Kause mit sehr vielen Kollegen gesprochen, die Schanigärten haben, sogenannte Schanigärten, Gasgärten haben. Die sehen es eher sehr, sehr skeptisch. Eine Öffnung auf nur den Gasgarten bezogen ist wahnsinnig, wahrscheinlich mit Einbauten notwendig, dass man Heizstrahler dazuhängen muss, Windabdeckungen machen muss, weil es ist halt doch unter Umständen am Abend einfach viel zu kalt aus. Das wäre maximaler Geschäft auf ein paar Stunden unterm Tag und das, da muss man sich schon genauer anschauen als Unternehmer, ob man die paar Stunden dann tatsächlich aufsperren will und das dann nur im Garten oder das Lokal mitnützen könnte, dann könnte man vorstellen, wäre es vielleicht ein bisschen besser. Aber nur Schanigärten aufzusperren, heute zumindest für Salzburg, ja, nicht zielführend. Also Sie sagen, Sie würden sich wünschen, vor Ostern noch öffnen zu können, dass man vielleicht auch das Ostergeschäft dann schon mitnehmen kann. Wie ist es jetzt insgesamt auch mit der Situation in der Gastronomie? Wie viele Betriebe zum Beispiel in Salzburg, von denen Sie wissen, haben denn tatsächlich schon das Handtuch geworfen? Das ist noch sehr überschaubar. Man merkt vereinzelt Betriebe, die jetzt sagen, okay, ich tue mir das nicht mehr an. Viele sagen auch, speziell dann, wenn sie in einer Altersklasse sind, dass sie kurz vor der Pensionierung sind, dann sagen sie, okay, wenn ich heuer im Sommer in Pension gehe, dann mache ich halt gar nicht mehr auf. Das hat man schon vereinzelt gehört. Der große Druck, dass jemand das Handtuch schmeißt, ist noch nicht da, weil die öffentlichen Institutionen wie ÖGK, SVS und auch das Finanzamt noch Stundungen anbieten und diese auch noch das weitere Jahr weiterlaufen lassen. Das heißt, der große Schlag kommt erst dann, wenn diese Stundungen auslaufen und das Geschäft nicht so läuft, wie es laufen soll. Und die große Gefahr besteht hier, dass das Geschäft nicht so laufen wird, wie wir uns alle hoffen, speziell im innerstädtischen Bereich. Da fürcht man halt dann schon, dass dann letztendlich dann da die Kollegen die Handtücher schmeißen werden oder werden müssen.
Ja, und natürlich ist auch immer noch die Frage, wie wird das dann angenommen werden von den Gästen, von den Menschen, die sich das Ausgehen, das Essen gehen, das auf einen Drink gehen langsam abgewöhnt haben. Was glauben Sie denn, werden dann die Menschen überhaupt wieder in die Lokale strömen, wenn es überhaupt erlaubt ist? Sehr, sehr viel abhängig von dem, wie die Eintrittsregulatorien sind. Wenn man jeden zweiten Tag einen Test vorweisen muss, dann wird es wahrscheinlich schwierig werden, sage ich jetzt einmal. Viele Gäste werden sich davon abhalten lassen, weil es ist dann doch ein massiver Aufwand. In Summe glaube ich aber schon, dass man sich freut in Österreich, das merkt man auch von unseren Gästen, die vehement fordern, dass man endlich aufsperren, dass man zum Wirten gehen kann, dass man auch wieder mal Fine Dining machen kann. Also ich glaube schon, dass das Geschäft einhergehend mit vielleicht einem guten Wetter im Ende März, Anfang April und auch das Ostergeschäft da schon noch einiges an positiven Flow bringen kann für die Branche, für die Kollegen und vor allen Dingen für die Mitarbeiter.